Also herzlich willkommen zurück, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet seid bzw. dran geblieben seid. Ihr habt gerade schon gesehen, was uns jetzt gleich erwarten wird. Ein Monument, ein Denkmal aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Monument wurde allerdings nie fertiggestellt, weil es kein Geld mehr gab und der Auftraggeber nicht mehr am Leben. Und wir werden uns jetzt hier erstmal umschauen. Hier unten finden wir den Bereich, wo hätten Feiern stattfinden können oder aber Familienfeste. Wenn es dann an diesem Jubiläumstag soweit gewesen wäre, wären dann hier die Familien zusammengekommen und hätten hier Getränke und höchstwahrscheinlich auch Essen bekommen können. Und Emily ist schon ein wenig vorgelaufen. Und wir schließen jetzt einmal auf und gucken mal, was uns hier an diesem Ort erwartet. Auf jeden Fall, Leute, das sah gerade schon so spannend aus. Sehr viel Müll natürlich. Toiletten finden wir hier. Fliesen haben sie dran gelassen. Und hier, das ist der Wendehammer oder der Wendekreis. Kabeldiebe waren auch schon vor Ort. Die haben auch hier viel von den Sachen mitgenommen. Toiletten, weitere Toiletten. Und hier auch wieder ein Tresen. Ein weiterer Aufenthaltsraum mit Strom. Und wir sind komplett allein hier. Puh! Bah, Spinne. Bah. Brr. Direkt ins Gesicht gefallen. Und ihr wisst, für aufmerksame Zuschauer, ich habe echt ein Problem mit Spinnen. Leute, schaut euch das mal an, bitte. Schaut euch das bitte einfach mal an. Ah, die ganzen Fliesen und Natursteine sind geklaut bzw. abgeschlagen worden. Antennen sind noch oben drauf. Man nutzt oder hat das genutzt auch als Telefonversorgung für die hier hiesigen Wanderer höchstwahrscheinlich. Und Leute, das Ding sieht richtig gut aus. Wurde wie gesagt nie fertiggestellt und erinnert an die Krieger oder an die Krieger und die Kämpfer im Zweiten Weltkrieg. Ein Stern. Und Emily steht schon da, dann habt ihr einen ganz guten Blick auf das Gebäude. Und wie ihr wisst, vielleicht habe ich meine Drohne geschrottet. Glaubt mir, das wäre so unfassbar krass, dieses Gebäude auf Drohne. Vielleicht finde ich aber jemanden, der bereit ist, mir Drohnenmaterial zu schenken. Dann würde ich euch das nachliefern. So, Emily telefoniert. Und so, also wahrscheinlich sind die Antennen nicht mehr aktiv. Sie versucht zu telefonieren und der Empfang ist nicht gut. Gefällt's dir? Ja, gefällt dir. Ah, ich dachte, es wäre ein Freund von uns beiden, aber es ist ein Nachbar. Schaut euch das mal an, Leute. Schaut euch das bitte einfach mal an. Das ist abnormal. Das ist wirklich abnormal. Ja, es ist in die Jahre gekommen. Ja, es sieht runtergerockt aus. Aber irgendwie gibt es dem auch noch mal einen schönen morbiden Charme. Und ich glaube, da sind welche drin. Ja, ich glaube, da sind welche drin, oder? Der Wind macht die Geräusche. Einschusslöcher. Und schaut mal, wie hoch das ist. Schaut mal, wie hoch das ist. Wir gehen erstmal einmal rum. Wir gehen jetzt einmal herum. Machen einen kleinen Bogen. Und schaut euch das an. Wunderschön. Wunderschön. Was haben wir hier? Stell dir mal vor, das ist ein Bunkereingang oder sowas in der Art.
Das ist aber hoch. Und Leute, da geht's rein. Da kann man rein. Ja, wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Abenteuer. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Abenteuer. So, früher waren dann hier diese Aluminiumbleche dran. Die sind teilweise sogar schon runtergefallen oder wurden vielleicht sogar auch bewusst abmontiert. Und jo. Ich guck mal, ob wir das Gitter ein bisschen besser draufsetzen können, weil da können ja Tiere reinfallen. So, haben wir irgendwas, was wir da drauflegen können? Weil da kann man definitiv reinfallen. Ich hoffe, ich schneide mich jetzt nicht. Wir wollen nämlich nicht, dass da Tiere oder Menschen reinfallen. Oh, ich muss natürlich auch noch unten gucken, nicht, dass ich gleich selber irgendwo reinfalle. Sogar komplett gedämmt. Also man hat sich hier richtig Gedanken und Mühe gegeben, das Bauwerk von innen warm zu halten. Und hier gibt es einen Eingang in das Bauwerk. Also ich habe schon mehrere gesehen. Aber der ist ja entspannt. Aber dafür hole ich jetzt erstmal die Emily, dass wir hier zusammenbleiben an der Stelle. Nicht, dass da doch irgendwelche Leute drin sind. Obdachlose oder was auch immer. Emily? Emily? So, die ist, so wie ich sie kenne, ist sie schon drin. So, also so wie ich schon sagte, Emily ist schon drin und die hat natürlich den schwierigsten Eingang genommen, den es gibt. Aber oh, das kriegen wir schon hin. So, hallo. So, hier ist, wir fangen erstmal in den Ecken an. Hier gibt es nichts zu sehen. Die Wendeltreppe, die mal hier gebaut werden sollte, ist nicht fertiggestellt. Darum kann man auch hoch. Hier steht eine Nummer, eine 09. Hier gibt es sogar noch Kabel. Kabeldiebe waren also nicht vor Ort. Oh mein Gott! Also ungefährlich ist die Nummer nicht. Mega gefährlich ist sie natürlich auch nicht. Aber man muss aufpassen, wo man hingeht. Nicht, dass man irgendwo abgleitet. So. Bauwerk wird wahrscheinlich spiegelgleich sein. Das bedeutet, hier wird ein, also der gleiche Raum mit der Wendeltreppe zu sehen sein, wie wir sie drüben gesehen haben. Genau so ist es auch. Trotzdem müssen wir einmal nachschauen. Wir wollen ja das ganze Bauwerk auch betrachten. Es wäre sonst ein bisschen schade, wenn wir extra so weit gefahren sind und dann hätten wir irgendwas übersehen. Also da gehen wir gleich hoch. Hier, das wären Aufzüge gewesen, geworden. Und ich gehe jetzt in den Keller. Entschuldigung. So, Aufzüge. Hohoho. Leute, schaut mal, wie hoch das geht. Riesig. Also ein riesiges Ungetüm. Wir befinden uns jetzt im Kellergeschoss. Und hier geht es sogar noch weiter runter. Vielleicht konnte man sogar hier mit Autos, also LKW, reinfahren. Also richtig, richtig spannend. Ich glaube, da vorne kommt man sogar runter. Alles noch nackter Beton und nee, also hat man nicht zu Ende gebaut. Auch hier fehlen die Treppen. Liebe Oleit, wenn ihr das hört, bitte baut eine starke Taschenlampe, die nicht so heiß wird. Die Marauder 2, wie gesagt, keine Werbung, kriegt kein Geld für diese Informationen, wird leider so heiß,
Bei solchen großen Gebäuden muss man sie sehr hoch drehen, dass sie in der Hand wirklich unangenehm heiß wird. Und natürlich verliert sie dann auch relativ schnell an Energie, an Lichtleistung. Und dann muss man die immer runterdrehen. Wir gucken noch mal hier rum. Und da müssen wir jetzt runter. Ich glaube, hier gibt es einen Weg. Ja, vorher gucken wir hier noch mal. Boah, das ist ja riesig. Leute, das ist einfach nur gigantisch groß. Und wir waren noch nicht oben. Wir sind jetzt gerade im Underground. Kühlschrank, einige elektrische Einrichtungen, Waffenkisten. Das ist so eine Waffenkiste, oder? Boah, Heizungsraum. Polizei. Die Frage ist, warum sind hier so Waffenkisten? Ja, das sind diese Gullis, die wir gerade von oben gesehen haben. Und da habe ich das gerade drüber gelegt. Stellt euch mal vor, hier wäre einer runtergefallen oder ein Tier. Alles natürlich mitgenommen über die Jahre. Auch hier die Verschalungsbretter könnten das sein. Oder Verkleidungen. Boah. Ah, hier ist der Eingang bzw. Ausgang, wo ich gesagt habe, wir haben einen Bunkereingang gefunden. Das ist der Eingang in das Gebäude selbst, verschlossen. Einschussspuren, hier hat man drauf geschossen. Jo, da hatte jemand Bock. Und da sind die Fahrzeuge oder wären die Fahrzeuge reingekommen. Hier finden wir noch eine originale Tür. Vielleicht war das sogar ein Bunker, Leute. EU Government Biological Testing Factory Genetic Engineering Advanced Weapon Testing Authorized Entry Top Secret Clearance Only. Leute, wer weiß, vielleicht war das mal, jetzt spinne ich ein bisschen, ein Zombie-Versuchsgelände. Hätte auf jeden Fall gepasst, oder? Boah, die Tür ist ja krasser Wahnsinn. Guckt euch das mal an. So, und ich wechsle mal eben den GoPro-Akku. Bis gleich. Da kommen wir jetzt gerade her. Und Emily ist schon ganz nach oben gelaufen. Und wir gehen jetzt auch nach ganz oben. Da war der Eingang. So. Hier sehen wir so noch den Fußbodenbelag, die Fliesen, Naturstein. Wir überspringen jetzt mal alle Etagen, denn wir wollen direkt nach ganz oben. Hier oben waren die Nummern dargestellt. Und ich melde mich dann wieder, wenn ich oben bin. Ich habe doch Höhenangst. So Leute, ich kann gar nicht einfach gehen, weil es ist immer wieder was zu entdecken. Auch hier. Mega. Ultimativ. Es ist einfach spektakulär. Ich nehme euch jetzt einfach mit dem eingeschalteten Gerät. Auch hier wieder der Blick raus. Hier gibt es noch mal ein Nottreppenhaus. Wir nehmen aber das große. Jetzt haben wir hier grüne Fliesen. Und auch grüne Wandfarbe. Oh. Ai, 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 ai. Ein absoluter Traum. Ein absoluter Traum. Dieses Gebäude. Hier mal wieder den Naturstein.
Hier haben wir einen Drachen. Denk aber, der ist nachträglich angebracht worden. Hier gibt es nichts zu sehen. Puh. Eine unvorstellbare Aussicht. Auch hier wieder. Es ist einfach unvorstellbar schön. Und bestes Wetter. Ich laufe im T-Shirt draußen rum. Mobil. Mal gucken, ob wir jetzt noch weiter hochkommen. Wie kommen wir nach ganz oben? Hier. Wir sind, glaube ich, immer noch nicht ganz oben. Aber hier sind schon die Antennen. Und das ist mega hoch. Hier geht's noch weiter. Und? Krass oder krass? Ist das mal eine Aussicht? Ich muss gleich ein Foto von dir machen da oben. Für Leute mit Höhenangst ist das hier oben nichts. Ich habe Höhenangst. Oh, atemberaubend. Das ist einfach atemberaubend. Unfassbar. So Leute, das mache ich eigentlich viel zu selten. Wir werden jetzt erstmal das Bauwerk hier oben ein wenig genießen. Danach werden wir ein paar TikTok-Videos machen und dann werden wir schnell zum Auto zurückgehen, weil es wird so langsam dunkel und wir wollen den Eingang in den Bunker gleich noch im Hellen sehen. Insbesondere, weil wir uns auch vorbereiten müssen. Also von daher, ob ich mich gleich nochmal wieder melde, weiß ich noch nicht. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen. Ist das deine Tasche hier? Ja. Ah, okay, alles klar. Sonst hätte ich hier gerade so eine Tasche gefunden. Gut, also von daher... Der letzte Blick. Mega krass. Super cool.
So Leute, der letzte Blick auf dieses wunderschöne Gebäude im Sonnenuntergang. Wir haben so unfassbares Glück. Gestern ist hier der stärkste Regenguss des Jahres runtergekommen mit über 30 Liter pro Quadratmeter. Und heute haben wir fast strahlend blauen Sonnenschein. Also, ich muss sagen, oder wir müssen sagen, ne? Danke. Danke. Danke an Google Maps an diesen wunderschönen Pin. Also manche Sachen findet man auch relativ einfach, wenn man selber mal die Gipsmaschine, hätte ich jetzt fast gesagt, das Gehirn anstrengt. Und wir haben jetzt hier dieses wunderschöne Bauwerk entdeckt und müssen leider gehen. Ich glaube, wir hätten sicherlich noch eine halbe Stunde hier verweilen können. Zum Beispiel, einer geht hoch und wird von unten fotografiert. Das wäre doch ultimativ. Oder die Drohne, mit der Drohne ein paar Aufnahmen machen. Aber das blieb uns heute leider verwehrt. Ja, manchmal ist das so. Also in diesem Sinne, ich bin Raus, euer Random Life. Was the same, it never